eine warme Mahlzeit im Warmen. Die Institutionen, die das ermöglichen, das sind Engelsinstitutionen. So, da wären wir an der nächsten Station. Wir sind hier an einem Seitenausläufer von der Europaallee in Zürich. Wir haben hier vorne jeden Abend eine Essensausgabe. Und bis vorne, etwa 150 Meter lang, hat es hier einmal eine Schlange. Man braucht enorm viel Geduld, zum Teil vielleicht anderthalb Stunden. Was kommen da für Leute an die Essensausgabe? Es hat verschiedene Leute. Es hat sicher Mengen, auch Randständige. Aber es hat sehr, sehr viele Leute auch, die aus dem Migrationsbereich sind. Gerade aus der Ukraine zum Beispiel. Leute, die eigentlich äußerlich nicht unbedingt wahrnehmbar arm sind. Die Tatsache, dass sie so lange da stehen, also im Winter, ich hatte es schon mal gehabt, also bis fast zwei Stunden bin ich gestanden. Also das Bedürfnis ist schon auch um. Wie wichtig siehst du das eben auch, dass man jetzt wirklich die Chance hat, nicht nur an Essen heranzukommen, sondern eben auch mal eine warme Mahlzeit? Ja, warme Mahlzeit ist mega wichtig. Das ist schon etwas sehr Schönes. Aber eigentlich mega wichtig wäre eine warme Mahlzeit im Warmen. Ja. Also die Institutionen, die den Raum dazu bieten, das sind Engelsinstitutionen. So, und wenn Lust haben, doch, gehen wir weiter. Sehr gern, sehr gern.